Die Tour de Fitz bei Mario Kart Live Home Circuit im Let's Fuchs nach dem Intro. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und Mario Kart Live, Home Circuit. Ich bin gespannt. Ich habe nicht viel gemacht in meiner Wohnung. Ich habe nur geguckt, dass die Tore stehen und dass ich durchfahren kann. Nur ein klein wenig Bande gebaut. Da kann man viel kreativer sein. Ich hoffe, die Verbindung reicht, weil die Switch steht hier. Meine Wohnung hat um die 50 Quadratmeter im Schnitt. Ich weiß nicht, ob die Bluetooth-Verbindung reicht. Das werden wir jetzt herausfinden. Hoffen wir mal. Und Quatsch, das ist schon dabei. Hallo, schön, dass du reinschaust. Starten wir mal das Spiel. Ich bin völlig hier perplex, was gleich passiert. Hat das noch nicht an. Ich hätte es vielleicht vorher testen sollen. Ich habe es gerade geladen und den Controller geladen. Hallo Lea, schön, dass du reinschaust. Nur ein Gebrauch in Innenräumen. Achten Sie. Okay. Kein Intro, kein nix. Also ich denke, da kann man super kreative Bahnen bauen. Trailer ansehen. Komm, guck uns mal den Trailer an. Dass ihr auch mal hier ein Kart fahren seht, weil ich glaube nicht, dass es bei mir klappt. Na, also so ist die Theorie. Ist ja laut, oder? Mach ich gleich nochmal leiser. Na, also so ist der Trailer und ob es so cool auch bei mir aussehen wird, das werden wir dann gleich sehen. Okay, ich habe die Tore schon mal richtig aufgestellt. Das ist halt jetzt nur in einem großen Zimmer, ne? Deswegen zeige ich das nochmal, dass man ungefähr sieht, wie die hier Leute, die das so machen. Ich habe das auf die komplette Wohnung verteilt. Ich glaube nicht, dass die Bluetooth-Verbindung reicht. Ich glaube es wirklich nicht. Ich müsste theoretisch gesehen die Switch an die Tür stellen, aber solange reichen die Kabel nicht zur Capture Card. Ihr versteht mein Dilemma. Also bis zu zwei Karts können real mitfahren. Wir brauchen aber auch das Spiel dann und eine eigene Switch, ne? Und halt das Kart, ist klar. Es ist zu laut, oder? Sag mal was. So, wir gehen aufs Spiel starten. Super, dann stellen wir erstmal die Verbindung zum Kart her. Ich muss aufstehen. Es ist nämlich drüben im Wohnzimmer. Und drücke auf den Zündknopf. Okay, wir gucken mal, was gleich passiert. Ich hoffe, es findet es. Drück mir die Daumen. Ja, das wird ein kurzer Stream. Ich habe den Zündknopf gedrückt. Und jetzt. Ja, die blinken gerade, aber. Also, es hat einmal kurz die Reifen so. Sonst wird es sich frisch einstellen. Verdammt, wie mache ich das jetzt? Ich muss den Switch näher zur Tür bringen. Lass mich kurz was überlegen. Genieß die Musik. Okay, ich hole das Kart mal hierher. Hier.
drücke den Zündknopf. Was? Ach so. Ah. Ich versuche. Aha. Du? Wie viel wird aktualisiert? Ich drehe ab. Okay, vielleicht reicht's doch von der Verbindung, aber ich bin skeptisch. Da haben sie auch hier das ganze Orchester, was sie hatten in Japan, haben sie zusammengepfercht und die haben sich halt abgetrötet. Ich meine, das ist coole Musik. Ich höre sie selten und ich finde sie hier zu Mario Kart nochmal cool. Alexander, schön, dass du reinschaust. Weiß ich nicht, wir versuchen gerade mal die Firmware zu updaten des Karts. WTF? Ja, klar, das ist eine Firmware, mittlerweile alles eine Firmware. Hallo Heinz Becker, schön, dass du reinschaust und... Okay, wir sind verbunden. Die Frage ist, sind wir noch verbunden, wenn ich das Ding ins Wohnzimmer bringe? I don't know. Ich stell das gerade auf den Boden, bevor du losfährst. Ach, wer hätte das gedacht? Warte, ich bring's nochmal rüber. Wir gucken mal. Die Verbindung. Nimmst du mal die Hand? Haben wir jetzt eine Kamera? Oh, cool. Hält die Verbindung. Ich lach mich schlapp. Hält wirklich die Verbindung. Ich glaub's ja nicht. Das ist mein Wohnzimmer. Oh Gott. Naja, also grafisch. Kamera ist, glaube ich, nicht die beste. Oder die Verbindung hält schon nicht mehr. Ja, ich glaube, die Switch ist zu weit weg. Oh, das wird nix. Ich sehe ja nichts. Verdammt. Das wird nichts. Habe ich ein längeres HDMI-Kabel? Das Netzwerk? Ich überlege gerade. Erstmal Roomtour. Ja, also das Problem ist, ich muss die Switch auf den Flur bringen. Netzwerk kann sie von der Fritzbox kriegen. Ich brauche ein langes HDMI-Kabel. Das besitze ich nicht. Hier gerade mal einen Kopf rum, wo ich noch Kabel habe. Das ist echt eine gute Frage. Also, wenn es im Flur steht, müsste es gehen, aber dann habe ich halt kein HDMI-Kabel, dann seht ihr hier nichts, ne? Guck gerade mal in meiner Grabbelkiste. Jetzt haben wir doch alle Geschäfte zu. Ich krieg auch keinen 5 Meter HDMI. Kauf mal ein 5 Meter HDMI-Kabel im normalen Elektrofachmarkt. Dann müsst ihr eine Niere abgeben. Ah, das ist Mini-HDMI. Hier ist noch ein HDMI-Kabel. Wir müssen nur näher zum Flur. Netzwerk kann ich, wie gesagt, kurz... Na, Netzwerkkabel habe ich. Das ist egal. Der Titel hat mir immer Netzwerkkabel. Strom? Strom? Wo kriege ich Strom her? Ah, verdammt, ich kann keine Kabel über... Ja, dann fahren die unter dem Kabel durch. Ach, ist alles... Der hat schon lange HDMI-Kabel. Hat man früher... Habe ich noch ein ganz kurzes, das bringt uns nichts. E-Kabel. Scheiße. Kaltgeräte. Ich bin für ein weltweites Verbot für die nächsten 5 Jahre für Kaltgerätekabel. Ich kann ein Lager aufmachen. Ich kann Handel aufmachen. Das reicht mit Kaltgerätestecker. Eben neuen PC, ja, oh, Kaltgerätekabel, ja, komm, gib her, komm. So. Das hier wird unser Netzwerk. Ja, ich hätte es vorher testen sollen, mea culpa. Wohnzimmer. Auch so ein. Alle nicht. Also, Problem ist, ich muss halt. Die Capture-Card ist am Streaming-PC. Der Streaming-PC steht links von mir. Was dir für die PS? Xander, bring's vorbei. Bring dein 10 Meter HDMI-Kabel vorbei. Ich habe
die Kabel gehen über den Speicher. Und ich habe damals die Idee gehabt, ich mache mir so einen Media-Server-PC und lege ein HDMI-Kabel ins Wohnzimmer. Weißt du, es liegt ein HDMI-Kabel, das über den Speicher geht vom Streaming, also vom Streaming-PC, der Media-PC habe ich schon gar nicht mehr, ins Wohnzimmer. Problem ist, wenn ich jetzt die Switch ins Wohnzimmer stelle, haben wir das gleiche Problem. Ja? Sie muss in den Flur. Guck mal, wie lang dieses Kabel hier ist, ob wir näher zum Flur kommen. Bei der Capture-Karte können wir vielleicht auch noch ein bisschen deichseln. Auf jeden Fall werdet ihr gleich ein Signal verlieren. Das lässt man nicht. Zum Bodensee. Bis ich beim Bodensee bin, ist, muss ich schon wieder rumdrehen, um zu arbeiten morgen. Ich habe es lieb gemeint, aber. Ich glaube, das ist. Oh. Nee. Kann ich mich. Ich komme ein gutes Stück weiter in die Richtung, aber die Artefakte. Real heißt, könnte ich. Nehmen. Macht wahrscheinlich. Weil dann werde ich halt im Schlafzimmer machen. Schlafzimmer, eine kleine. Hast du die ganze Wohnung, verdammt. Ich kann aber euch drüben noch mal ein Kabel haben. Verdammt! Wir haben ein Bild, ja. Komm, wir fahren jetzt einfach mal kurz, dass wir hier mal gefahren sind. Wenn es halt nicht geht, brauche ich halt ein längeres HDMI-Kabel. Dass das Bild so kriselig ist, denke ich, der schlechten Kamera geschuldet. Ne? Also wir wollen ja nur mal durch die Wohnung fahren hier. Hier fängt es schon an zu stocken, ne? Wollt ihr unter dein Bett durch? Ja, das fängt hier schon an zu stocken, ne? An der Hose vorbei? Ja, das ist. Die müssen im Flur die Switch. Das funktioniert so nicht. Na, das ist jetzt die Küche, ne? Küche geht's ja noch halbwegs, ne? Und dann geht's da wieder ins Wohnzimmer. Also die Technologie lässt ein bisschen zu wünschen übrig, oder? Aber die Verbindung ist schlecht zum Kart, ich weiß. Ich sitze auch mit meinem Körper genau zwischen dem Ding, wenn ich dir vielleicht meinen Körper aus dem Weg bringe. Ich materialisiere mich einfach aus dem Wind. So geht's nicht. Also ein bisschen kann ich die Switch auf jeden Fall noch bewegen. Das hatten wir ja gerade, weil ich habe ein längeres HDMI-Kabel. Das machen wir jetzt mal. Vielleicht, wenn mein Körper aus dem Weg ist, dass dann die Verbindung besser ausfällt. Der Wasserkocher steht auf dem Boden, ja. Der steht sonst nicht auf dem Boden. Ich musste irgendwas hinbauen, Lea. Schön, dass du erkannt hast, dass es ein Wasserkocher ist. Mhm.
switch hier ein bisschen weiter rüber. Ich hätte es mir eigentlich denken können, meine Vorbereitung war mau. Ich gebe es zu. Ich hätte mir denken können, dass das nicht reicht und hätte gucken können, dass ich nicht 5 oder 10 Meter HDMI-Kabel. Das wäre wahrscheinlich. Hallo Wolf, schön, dass du reinschaust. Und hallo Jürgen Wöhn. Schön, dass du reinschaust. So, jetzt ist mein Körper nicht mehr so im Bild, aber ihr seht, wir haben immer nur noch 2 Antennen. Ne? Oh, 3! Jetzt haben wir 3! Ha! Wartet. Mal das HDMI-Kabel austauschen und ich krieg die darüber. Vielleicht kriegen wir 4. Vielleicht reicht es dann doch. Wir haben jetzt schon 3 geschafft. Ich muss jetzt aber wirklich das HDMI-Kabel austauschen. Das heißt, ich hoffe, das ist von 3. Welche Version? 1, 2. HDMI-Kabel. Weißt du, wir drucken alles drauf. 80 Grad, 30 Volt, Highspeed HDMI. Das ist wohl 1, 2. Das wird schon passen. So, nicht wundern, es kackt jetzt gleich kurz die Verbindung ab zur Switch, weil ich muss das halt eben Kabel tauschen. Den Ton muss ich aus dem Weg machen. So. Wie geht das denn? Ach so, ich wollte gerade sagen, wieso ist mein Monitorbild weg, aber ihr seht noch was. So, jetzt das längere Kabel hier rein. Komm her. So. Klappe zu. Und das machen wir jetzt an die Capture Card. Tada! So, und jetzt können wir das Ganze hier mit das Kabel und dem Netz. Stromkabel. Das ist nicht das Stromkabel. Doch, das ist es. Das kriegen wir. Verdenken. Bitte nicht, oder? Glaube ich nicht. Heraus. Haben wir jetzt 4? Nee, wir haben nur noch 3. Es ist so bescheuert. Jetzt hast du da weggestellt. Was haben wir jetzt? Immer nur noch 2. Ah, 2 bis 3. Okay, jetzt ist der Übeltäter das LAN-Kabel, richtig? Ja. Noch eins im Keller. 50 Meter. Früher mal LAN-Partys veranstaltet. Für die jüngere Generation, da hatten noch einen Röhrenmonitor rumgeschleppt unterm Arm, ne? Hat man so Kabel gebraucht. Aber das hole ich jetzt nicht hoch. Gut ist das. Ja. Ich hab auch keine. Warum große LAN-Kabel hier oben haben, wenn man eher kürzere Strecken zu überbrücken? Ich kann das auch übers WLAN eigentlich machen. Gerade. Ich hatte ja WLAN. Wir brauchen doch gar kein Netzwerk bei der. Das ist doch offline, was ich hier. Leute, wir kappen die LAN-Verbindung. Ups. Also Quatsch. Ich spiele doch offline. Also das kann ja gar nicht. So, jetzt kriegen wir noch ein paar wertvolle Zentimeter hier raus. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ja, Quatsch, da hast du recht. Hallo Solomon, wenn du schon ist. Ja, die Kabel, ne? Die Kabel. Jetzt hängt's am. Jetzt los. Bleibst du wohl wach? Ein bisschen näher darüber. Ach komm, lass das Kart doch sehen. Ich sehe es doch auch von dir. Warum haben wir denn der mit der Switch tanzt? Ja. Ich trage dich hier rum. Du siehst die Switch doch, liebe. Du siehst das Kart doch, Switch. Wo liegt denn das Problem? Also Stromkabel reicht jetzt nicht mehr. Habe ich ein Verlängerungskabel? Das ist noch von meiner Oma, die schon lange nicht mehr lebt. Möge sie in Frieden ruhen. So alt ist das Kabel. Das sieht man noch an diesen Steckern. Wobei ich doch. Okay, wir verlängern den Strom. Jetzt müsste eigentlich auch gleich kurz das Bild verschwinden, weil die Dock-Installation bringt kein Bild.
wenn sie keinen Strom. Ausgegangen, ich glaube. Nein. Oh, jetzt ein Flackern im Bild. Moment. Ich habe den HDMI-Kabel geschickt. Warum flackert es jetzt im Bild? Was zum Fick? Wieso flackert jetzt das? Nein. Darf's doch gar nicht flackern, dann machen sie nochmal aus. Flackert nix, oder? 90er Jahre Feeling. Und warum schwitze ich? Die Heizung ist doch schon runtergedreht. Ah, fortfahren, ja. Verbindung wurde unterbrochen. Jo, okay, und nun? Und wahrscheinlich nochmal einschalten. Okay. Kriegen das hin. Jetzt ist unsere einzige Grenze das HDMI-Kabel. Und da geht noch was. Okay, viel näher kommen wir nicht. Versuchen wir nochmal unser Glück. Ein Elgato Keylight. Oh ja, Tatsache, das sieht man wirklich. Okay. Ich kann doch jetzt kein Turbo einsammeln. Ah, das hakt immer noch, ne? Es ist ein bisschen besser geworden, aber nicht viel. Ich will das Item jetzt hier auf der Geraden, oder was? Ich glaube, da müssen wir nochmal ran. Das so gerne ich auch wollte, aber das wird, glaube ich, nix. Ich fahre jetzt mal hier in mein Streamingzimmer rein. Wisst ihr, wie creepy das ist? Wenn man mit seinem Alcat hier so um die Ecke kommt und man sieht sich auf dem Bildschirm? Hallo. Hier haben wir vollen Empfang. Vollen Empfang! Also ich sag mal, hier geht's ja, aber sobald es hier ums Eck geht, ist schon wieder fragwürdig, ne? Genau, ja, ist Kaxanem, ich war kreativ. Ich habe die Hose übers Bett gehangen, ja. Oh. Ja, also alles war. Man braucht eigentlich 4 Sterne. Wenn du nicht 4 Balken hast, dann da ist mein Staubsauger. Das ist mein alter Gaming-PC. Da ist mein Gaming-PC, mein Streaming-PC und mein Backup-Server. Der Backup-Server ist nicht mehr wirklich gepflegt. Der alte Gaming-PC ist noch okay, aber ich müsste eigentlich weg. Müsste mal ausschlachten und wegschmeißen. Okay, ich bin am überlegen, ob ich noch irgendwie noch ein paar Meter raushole, dass wir mit der Switch noch näher zur Tür kommen.
Aber ich glaube, ohne ein längeres HDMI-Kabel wird das nichts und das habe ich leider nicht. Und hallo Dennis, schön, dass du reinschaust. Freut mich. Wir versuchen hier durch die Wohnung zu fahren, aber es ist nicht so einfach. Ja, weil dann macht das USB-Kabel nicht für mich. Wartet. Ich habe eine aktiv USB-3-Verlängerung. Let's give it a try. Die. Ich muss die Capture Card verlängern, wisst ihr? Dann können wir zum Flur. Wenn die Switch Richtung Flur ist, dann fahre ich durch die ganze Wohnung, ist kein Problem. Aber wo habe ich jetzt die. Jeder Techniker oder ITler hat so eine Kiste mit Kabeln. Ich habe so eine Schublade voll. Ja, man nie was findet, was man sucht. Oh, ein Kaltgerätekabel. Eine aktiv USB-3-Verlängerung, weil ich dann was mit einer Webcam machen wollte. Damals, als ich noch Unboxing-Videos gemacht habe vom Loot Gaming, hatte ich noch eine weitere Webcam in diese Richtung, die dann zur Wand gestrahlt hat. Da konnte ich anderen Winkel machen. Das war mal so eine blöde Idee von mir. Also qualitativ war das grottig. Deswegen habe ich davon wieder abgesehen. Aber das aktiv USB-Kabel habe ich abgebaut. Könnte klappen. Das könnte wirklich klappen. Moment. Ich habe mir so ein Headset gekauft, was kabellos ist und den Receiver habe ich verlängert mit einem USB-3-Verlängerungskabel. Ist nicht aktiv. Aber solange wir unter 5 Meter bleiben, sollte das passen. So, das heißt, ich kann jetzt die Verlängerung wegmachen von dem Transmitter, weil ich benutze aktuell nicht das kabellose Headset. Ich habe hier meins dran. So, das heißt, ich könnte die Capture Card daran anschließen. Dann muss ich nur das USB-3-Kabel an den Streaming-PC vom Gaming-PC wechseln. Und dann könnte ich mit der Switch, Stromkabel haben wir genug, HDMI haben wir ja dann auch genug, weil die Capture Card ist ja viel weiter drüben. Wir versuchen es, was haben wir zu verlieren? Außer, dass ich jetzt wieder rumkrabbeln muss. Aber irgendwo habe ich ja noch dieses Aktivkabel hin, aber ich... Die Aktivkabel sind auch sehr dick. Als ja, mehr... Sie sollen mehr Spannung übertragen. So, der ist der Gag dahinter. Wenn natürlich mehr Spannung da ist, kann man übertragen sein. Das ist die Kehrseite der Medaille, aber ich das hingepackt habe. Normalerweise in diese Kiste. Okay. Ich gehe nochmal kurz auf den Boden. Ja, jetzt wird es wirklich flüssig. Die USB-Verlängerung, denn nicht wegen der Capture Card. Sonst sieht er ja nichts. Ich übrigens auch nicht, weil die Capture Card schleift es auf meinen Gaming-Monitor. Ich bin kurz unter. Kann mal jemand U-Boot-Musik einspielen? Oh, gucken wir mal, ob ich es richtig rausgezogen habe. Ja, auf Anhieb. Ich habe so Kabel, Kanäle mir gebaut unten drunter, die sind ganz praktisch, aber ich streame jetzt übrigens nur noch so ab heute. Ich lag's da nicht. Bis zum nächsten Mal. Dann fahre ich hier auch, ich verspreche es. Alles Streaming zum.
Ja, das Problem ist, es ist halt der Greenscreen, da müsste ich den abbauen. Ne? Das wäre so die Notlösung halt. Ich will das noch kurz mit dem Verlängerungskabel versuchen, wenn es nicht klappt. Aber eigentlich. Oh. Da richtig viel. Wartet mal. Oh. Aha. Jetzt, wenn ich so alles herausfindet. Moment. Guck mal, Knopf hier. Wow. Das ist ein Kabelsalat. Warum schwitze ich? So. Vom Kabel hier rüber. So, wie viele Sterne haben wir da? Vier? Ha! Also, er doch gelacht. Darfst wohl nicht im Urlaub machen. Du hältst mich nicht auf, Mario Kart. Wir können noch ein bisschen. Okay, wir versuchen es mal. Oh Gott, ist das bescheuert. Vielen Dank für dein Follow, Dennis. Freut mich. Es ist ein bisschen flüssiger in der Küche. Nicht viel. Wir probieren das Wohnzimmer, aber ich glaube, da wird es wieder abkacken. Wohnzimmer kackt es ab. Oh. Ich glaube, ich muss es holen. Verdammt! Okay, wir müssen die Strecke kürzer machen, sonst geht's doch nicht. Also Wohnzimmer fällt leider flach. Das geht leider nicht. Da müsste ich mir noch mal was überlegen. Da kann ich dann mal Offstream testen. Hole ich mir ein langes HDMI-Kabel, kann die Switch da auch in der Mitte gemütlich stehen. Ist gar kein Problem und dann kann ich das mal testen. Und wenn das cool ist, dann mache ich mal ein... Oh, ah. Ups. Jetzt fällt mir der Controller doch fast aus der Hand. So. Wir brauchen nur noch ein Foto. Wie Foto? Ach verdammt, ich habe eine Bande vergessen. Moment. Die war, beide nehmen wir mit. Also was ich cool finde, ist, diese Bande so leuchtet, ne? So Neon. Aber da sind leider nur zwei dabei. Ich würde mir die nachbestellen, wenn es die einzeln gäbe, aber ich glaube nicht.
Vielleicht kann man die sich auch bei Nintendo ausdrucken und selbst auf Pappe drucken. Oder so, weil davon noch so ein paar zu haben, mit so in die Kurven rum oder so. Fände ich schon ganz geil. Also wir brauchen ein Foto. Bitte nicht von mir, das ist ein Scherz. Jetzt muss ich ja schon wieder. Nein, wartet. Aufstehen oder das. Oder aufstehen und das Kart holen. Ihr wisst gar nicht, wie creepy das ist, wenn ihr es auf dem Bildschirm seht und es fährt rum und dann klackert es hier, wo ich guckt runter, da steht das Kart. Es ist so bescheuert. Und drücke den Zündknopf oder was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Neuling. Alles klar. Fertig. Besser wird's nicht. Glückwunsch zur Rentenlizenz. Danke. Und nu? Also muss sagen, das hat schon was hier. So, hier fahren wir jetzt los. So, Tore bestimmen im Verlauf seiner Strecke ab. Stellen wir sie gemeinsam auf. Schon längst passiert. Weiter im Text. Ja, Tore aus der Schachtel nehmen, aufklappen. Ein Profi. Ist klar. 1, 2, 3, 4. Zählen können wir alle, ne? Und wir müssen auch in die richtige Richtung. Das habe ich mir auch schon gedacht, dass die 1 vorne ist und so, ne? Das wäre dann falsch rum. Deswegen sind auch Symbole drauf. So. Beschwere die... Ach, Quatsch. Okay. Ja, das stehen wir aber doof. Das müssen wir, glaube ich, nochmal neu machen. Na, wir gucken mal. Was sind für Hilfe? 5 Meter! Ach komm, macht Witze. Alter. Genau, ich bin jetzt völlig falsch gestartet. Das ist das Bekloppte. Wir machen das jetzt mal. Die Grundidee ist witzig, aber das... Ja, ich weiß auch nicht, ob es besser klappen würde, wenn die Switch im Flur komplett stehen würde. Aber ich krieg sie da jetzt halt beim besten Willen nicht hin. Ja, da reichen die Kabel nicht. Wie gesagt, HDMI-Kabel ist das große, große Mango. Ich hole mir da ein 5-Meter-Kabel, das reicht. Bums. Das reicht locker. Ja. Und dann testen wir das nochmal irgendwann. Also hat das Spiel schon mal 2 Abende überstanden. Zwangsweise. Aber wir fahren das jetzt mal hier. Oh, Bowser Junior und die Koopalinge sind hier. Pinke Streifen auf dem Boden. Nee, Lea, möchte ich nicht. Möchte ich mir auch nicht vorstellen. Yeah.
Ja, das ist leider ein bisschen bescheuert hier mit der Qualität, ne? Wenn wir die hintere zweite Strecke erreichen, dann wird's lustiger. Ja. Ah, 5 Meter ist echt mau, ne? Ich bezweifle auch, also ich würde es dann auf den Schrank da stellen, wo ich gerade am Tor 1 vorbeigefahren bin. So ist der Plan, ne? Ja, das machen wir nochmal besser. Das machen wir noch mal besser. Wir fahren das Rennen jetzt hier zu Ende und dann gucke ich noch, dass ich noch mal ein längeres Kabel kriege und dann testen wir das noch mal nächste Woche wahrscheinlich. Oh. Gegen den Karton gefahren. Nein! Oh, das war das Hosenbein. Platz 2. Ja, also ich glaube, selbst wenn wir 4 Balken haben, ist die Qualität eher mau, ne? Also da muss ich sagen, habe ich mir so ein bisschen mehr erhofft von der Entfernung. Ein Baumeister-Outfit. Really? Ich kann jetzt nochmal versuchen, den kleinen Kreisverkehr hier aufzubauen, bei mir im Zimmer hier. Das ist halt windig, da fahren wir halt nur dreimal windig. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, dass die Strecke kürzer ist, ob wir dann mehr Runden fahren, das werden wir dann sehen. Ich habe eine Hupe. Und ich habe einen Schaufelschiff. Alles klar. So, wenn du das Rennen fahren willst, kannst du das Kart an... Okay, komm zu Tor 1, okay. Nein, oder? Seht ihr das? Wenn ich rückwärts fahre? Piepst da. Oh Mann. Okay, also. Wir bauen jetzt einen kleinen. Also, die Verbindung. Wenn es nicht gerade hinten am Bett ist, geht das. Wartet mal. Wenn ich hier hinfahre und dann sage, ich fahre hier direkt wieder raus. Dann können wir so einen kleinen Kreisverkehr bauen. Ich muss das Kart ändern. Das ist ja bekloppt. Und dann fahren wir hier einfach so einen kleinen Kreisverkehr. Ah, die Kurve ist hart am Greenscreen vorbei, ne? Okay, Radiosender wechseln. Wie wechsle ich den Radiosender? Da haben wir viel Auswahl gerade. Ich will mein Kart wechseln. Klasse. Ah, 50 und 100. Wir bleiben erst bei 50. Bedingungen? Was Bedingungen? Kann ich ändern? Schlausteuerung. Nee. Rennlizenz? Was ist das? Neues Foto aufnehmen. Nein. Driften? So weit sind wir noch nicht. Ich will mein Kart umstellen. Ich will das. Alter, hat doch gesagt, ich muss da wohin fahren, ne? Komm zum Tor Nummer 1 oder so, wenn ich das Kart umbauen will. Ich würde gerne das ganze Kart ändern. Ich will jetzt nicht mit dem Bagger da fahren. Es ist Mario Kart und nicht Mario Bagger. Kann die Welt verlassen, ne? Okay, ich baue nochmal ganz kurz um. Dann düsen wir nochmal eine Strecke und dann ist hier aber Schluss.
Houtini. Spielt der Houtini ab und ich bin nicht da. Houtini! Okay, Rennen ausrichten, ja. Habe ich es zufälligerweise direkt vor die 1 richtig gesetzt? Ah, ich hab's einfach drauf. Warum ist der Bildschirm down? Weil ich den Gaming-PC nicht bewegt habe, ne? Okay. Zeitfahren, eigene Regeln. Karte anpassen, da haben wir es doch. Ja, hat natürlich was, aber nein. Okay. Wahoo! So, Grand Prix. Ja, wir bleiben jetzt mal bei 50er. Wir wollen es nicht übertreiben. Was das? Wie soll denn das gehen in meiner Wohnung? Wie soll das funktionieren? Sagt's mir wie? Das gibt doch gar keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung. Aha. Wir gucken mal. So, unser Glück. Der Boden ist Lava. Ja, scheint so. Jetzt muss ich mich wieder richtig positionieren. Es regnet. Boah, cool. Die putzen meine Wohnung. Wie geil ist das denn? Ach, jetzt sehen die Tore auch anders aus. Jetzt ist was draufgelegt. Wie cool. Grünen Panzer, kommt her! Das hat ja gut funktioniert. Ah, die Wände sind die Hölle, glaube ich. Die Wände sind die Hölle. Nein!
Also es hat schon was, durch die eigene Wohnung zu fahren. Auch das AR ist ganz fein, aber das muss man wirklich im großen Wohnzimmer machen. Das habe ich halt nicht. Der merkt aber, dass es kürzer ist. Wir fahren jetzt 5 Rennstrecken, ne? Also 5 Runden. Autsch, das war die Tür. Es ist gewohnt, dass es keine automatische Strecke weiterfährt, aber das tut's ja nicht. Es kackt halt ab, sobald es nicht verwenden. Es kackt halt ab, sobald wir halbwegs die Tür rausgehen, ne? Das macht's halt so ein bisschen. Mäh. Also die Grundidee ist nicht schlecht. Ich bin da wirklich überlegen, ob es mehr bringen würde, wenn ich mit dem Ding mehr in den Flur käme. Ich würde fast sagen, ich wage es zu bezweifeln, weil die Wände halt so doof sind, ne? Aber das heißt doof. Sie sind da. Sie sind tragend. Ja. Wie denn jetzt das nächste Rennen? Wie stellen Sie sich das denn vor? Okay, wir fahren den Grand Prix jetzt wenigstens mal zu Ende. Haben wir ein bisschen Variation gesehen. Auch wenn es immer die gleiche Strecke ist. Es tut mir leid. Es ist alles hier so. Aber ich mach einfach mal. Aha, super stark. Man merkt halt auch, es ist eine richtig schlechte Kamera da drin. Also eine richtig billige Webcam. Weil die kann so gut wie keine Belichtung auffangen. Das sieht man, weil das Bild ist sehr, sehr kriselig, ne? Die Artefaktbildung, das ist, wenn die Entfernung zu weit weg ist. Das ist klar. Ja? Das hängt mit der Übertragung zusammen. Aber dass das Bild so schwach und so kriselig ist, das erinnert mich, bevor ich auf eine Kamera gewechselt bin, nämlich mit den alten Webcams, wenn ich da gestreamt habe. Da war es genauso kriselig. Also wir sind jetzt offensichtlich in einem Schloss, in dem sich nur die Tore ändern. Die Idee ist ganz nett. Ich glaube, es sind 3 Rennen. Das dritte machen wir auch noch und dann soll es das für heute gewesen sein. Dann war das mal ein Versuch. Und ich überlege mal, ob ich das noch mit einem HDMI-Kabel teste, mit einem längeren. Klauen mir Münzen, die Schweine. Hey. Ja, jetzt hat er automatisch stehen. Ich dachte, ich muss jetzt weiterfahren. Und zu symbolisieren und zu simulieren, wie es halt ist bei Mario Kart, dass man weiterfährt. Ja, komm, das war das nächste nochmal mit der gleichen Strecke. Ich könnte die Strecke jetzt auch. Ich sehe keinen Schnee bei mir im Flur. Aber wie gesagt, die Grundidee ist ganz witzig. Und man merkt, die Technik ist schon da, aber. Ich sag mal, sowas in 10 Jahren ist richtig geil. Das, was wir hier jetzt haben, ist. Ihr seht's ja selbst, ne? Rutsche ich jetzt auf? Endlich? Ja, ich rutsche.
WTF. So eine schöne große Strecke mit dem Wohnzimmer geplant. Nein. Nicht gegen den Türrahmen. Au. Nein. Ihr Schweine. Es ist rutschig. Wie viel bin ich denn? Ah, eine Runde ist noch. Also nach der noch eine. Man merkt halt, das ist designed für große amerikanische Wohnzimmer. Ja. Ich habe übrigens schon Videos gesehen, Lasagnebrot hat mir da unter anderem was geteilt. Katzen sind der Endgegner bei dem Spiel. Also, wer eine Katze hat und sich dieses Spiel holt, der ist aber auch selten dämlich. Weil Katzen springen ja auch allem hinterher, was sich irgendwie bewegt. Ist doch klar, dass wenn man dieses Spiel nicht spielen kann, man eine Katze hat. Oder man würde die halt in einen anderen Raum in der Zeit machen und dann halt die Tür zu. Dann kann man es spielen, aber sonst ist Quatsch. Natürlich habe ich hier Platz 1. Eine neue Bedingung freigeschaltet. Also ich finde es auch cool, dass es hier Dinge zum Freischalten gibt. Das hat definitiv was. Das Problem ist halt, man müsste eigentlich nach jeder Strecke müsste man irgendwie umbauen. Und wenn man halt eine Wohnung hat, die groß genug ist oder ein großes Wohnzimmer hat, dann ist es okay. Dann hat man die Couch in der Mitte, links und rechts sind doch gut 2 bis 3 Meter frei von der Couch und vom Tisch etc. Dann kann man da schön drumherum fahren, das ist bei mir halt nicht möglich. Deswegen ich das halt über den Flur machen wollte. Dann kommen mal wieder die Wände im Weg, die das Bluetooth-Signal unterbrechen. Und ich glaube, die Switch ist gar nicht das Problem, weil wenn ich die Switch auch noch ruhig weiter wegstelle, der Controller hält die Verbindung. Das ist nicht, ne? Das Kart ist hier der Knackpunkt. Und ja, mach doch Durchbrüche, genau. Das bringt ja nichts, das Signal wird ja trotzdem abgehalten, weil die Wand an sich zu massiv ist. Also selbst wenn ich einen Tunnel bohre, dass das Kart durchfährt, was ich nicht tun werde, dann kommt das Signal von Bluetooth trotzdem nicht besser an. Aber ich habe einen ultimativen Tipp für euch. Wenn ihr ein Loch bohrt und ihr wollt nicht, dass die Wohnung dreckig wird, die Wohnung bleibt staubfrei, wenn man vor dem Bohren des Lochs die Wand in den Garten trägt. Ganz wichtig. Ja, also wie gesagt, nettes Spiel, auch nette Ideen. Hier fahren wahrscheinlich unter Wasser. Da fliegt uns mal ein Fisch vorbei. Hier kommen wahrscheinlich Dinge von oben runter. Hier haben wir so ein paar Palmen am Rand. Also sie haben sich echt Gedanken gemacht dafür, dass es so ein Spiel ist. Für meine kleine Wohnung hier ist es, denke ich, suboptimal. Wir werden es aber zumindest noch mindestens einmal im Stream machen. Wenn ich mir noch ein längeres HDMI-Kabel kaufe, da kann die Capture-Card nämlich hier gemütlich im Eck liegen. Und dann messe ich mal aus, wie lange ich das Kabel nehmen kann. Ich denke, 5, 6 Meter ist wohl kein Problem. Beim großen Händler mit dem A sind es 3, 4 Euro. Gehe ich in irgendeinen anderen Markt vor Ort, dann sehen die mir noch, dass das Kabel vergoldet ist. Und da zahlst du da 50 Euro für oder so. Ne? Also es ist völliger Humbug. Also Kabel kauft die online. Ja? Die machen auch ihr Geld mit Kabel. Wenn ihr einen Fernseher kauft zum Beispiel, dann kommt immer ein Satz, brauchen sie vielleicht noch ein HDMI-Kabel dazu. Ja, und dann ist mehr Marge auf dem Kabel als auf dem Fernseher. Es ist bitter. Es ist echt bitter. So, aber das jetzt nur noch so klein als Exkursion ins Tierreich. Wir gucken uns das Spiel definitiv nochmal ein bisschen mehr an. Ich habe auch noch Bock, ein bisschen was zu spielen. Ich denke, ich mache jetzt einen Cut und Switch auf Genshin Impact, auch wenn das vielleicht nicht alle so gut finden werden und jetzt den Stream verlassen. Aber sie würden ihn auch verlassen, wenn ich hier jetzt aufhöre. Also, Lea, dir einen schönen Abend noch. Und bis zum nächsten Mal. Ich muss nur gucken, wie ich das hier jetzt am besten umtüftle, weil hier liegen die ganzen Kabel im Weg. Okay, wir machen jetzt mal Cut für die Aufnahme, Stream läuft weiter. Für alle, die das hier nachgeschaut haben und meine Eindrücke von Mario Kart Live Circuit sich nachgeschaut haben auf YouTube, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs, wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.